Jo, dann haben wir jetzt noch ein weiteres Kochfeld natürlich. Das haben wir dann. Ja, gut. Dann haben wir das ja jetzt auch. Ja, bei der anderen wäre man ja ganz normal weitergekommen. Dachte schon, dass man da irgendwie mit der Krabbe durch müsste oder irgendwie sowas. Aber nein, tatsächlich war es ja doch ganz simpel eigentlich. So, jetzt haben wir noch. Ah, das war hier, wo wir jetzt gerade sind. Wo ist Sandy-Wüste? Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Für die Nebenaufgabe. Gucken, ob wir da schon hin können. Ja, eigentlich schon. Gucken, was wir da machen müssen. Und in irgendeiner Höhle war das doch auch mit diesen Typen da. Was soll ich jetzt machen? Oh, hallo, Herr Grünhaar. Ach nein, schon gut. Was, du wolltest mit mir reden? Hey, mach der jungen Dame keine Angst, du blöder Spinatschädel. Warum bist du so grob? Wie bitte? Deine Kräuselbrauen haben mich abgelenkt. Was sagst du da? Da du drei Schwerter hast, bist du bestimmt ein toller, total starker Schwertkämpfer, oder? Naja, ich bin schon ziemlich stark. Ich wusste es. Könntest du dann bitte die Deluk-Brüder ausschalten, die die große Sandy-Wüste terrorisieren? Was redest du denn da? Ich wollte den Nachtdienst der Bananenkrokodile der S-Klasse nach Katoria nutzen, um meinen Vater zu besuchen. Aber der Dienst wurde eingestellt, weil die Deluk-Brüder nachts aktiv sind. Die Deluk-Brüder? Ja, das sind blaue Skorpione, die sogar noch größer sind als die schwarzen Brüder. Ich denke, es würde reichen, wenn ihr 10 von denen erledigt. Normalerweise tauchen sie nachts südöstlich von der Oase auf. Dann solltest du mich um Hilfe bitten, junge Dame. Ich mach das besser als dieser Spinatschädel. Aber der Schwertkämpfer hat mehr Schwerter. Okay, ich muss sie also einfach nur ausschalten. Im Gegensatz zu anderen Leuten bin ich auch so verlässlich, wie ich aussehe. Was sagst du da? Du weißt ganz genau, dass ich besser bin. Willst du es beweisen? Sehen wir doch mal, wer mehr von diesen Dingsbums-Brüchern ausschalten kann. Geht klar, du blöder Spinatschädel. Nice. Die Luftbrüder sind noch größer als die schwarzen. Man kann sie daran, dass die blau sind. Wenn ihr nachts vor der Oase, nach der Oase aus zu Osten geht, könnt ihr sie gar nicht verpassen. Ja, was heißt denn hier nachts? Ah, hier haben wir auch noch mal. Ja, jetzt noch der hier. Der neue Steckbrief.
irgendwo da. Wahrscheinlich da hinten. Also auf der anderen Seite da halt. Oder vielleicht auch in dieser Höhle. Weil die ist ja dunkel. Ich glaube nicht, dass sie hier draußen sind. Nö, hier sind sie wirklich nicht. Ah, da sind sie bestimmt in dieser Höhle drin, safe. Weil da ist es ja dunkel eigentlich, also. Tja, keine Ahnung, wo die sind. Wird hier auch irgendwie nicht angezeigt. Casino ist auch nichts. Da haben wir noch eine Nebenmission. Und da haben wir auch noch eine und den Steckbrief. Ja, und da ist nichts. Ja, Teddy. Komm, Teddy, wohl nicht rausgehen. Ja. Komm. Warum willst du hier hoch? Hm? Willst nicht. Teddy. Ja, warte. Komm.
Wasserflächen. Ja, ja. Ah, da war der Teddy kurz zu Besuch. Nice. So. Ja, wo wollte ich jetzt noch melden? Nach Abana wollte ich. Ja, da wollte ich noch hin. Und dann muss ich noch zum Steckbrief. Der war aber nicht am gleichen Ort. Abana. Ja, ach so, na gut. Ja, da muss ich da auf jeden Fall noch hin. Aber da bin ich jetzt diesmal leider nicht direkt dort, aber schon mal in der Nähe auf jeden Fall. Das ist halt immer der Vorteil, dass ich mich von einem Ort zum anderen porten kann, mit der Schnellreisefunktion. Ich glaube, das mache ich jetzt noch fertig und dann... Und das Kopfgeld natürlich auch. Und dann... reicht das, glaube ich, auch erstmal wieder. Vielleicht gehe ich aber auch noch mal zu dieser Höhle da, weil ich weiß gar nicht, war das jetzt eigentlich die Höhle? Ich war auf jeden Fall in irgendeiner Höhle, wo ich da diesen Typen helfen sollte, der auch da diese Vita-Äpfel brauchte. So, sind wir hier, wir müssen jetzt hier noch weitergehen. Der kleine Mann. Der Teddy. Ja, da haben wir es auch schon. Seid ihr Reisende? Oh, danke, ich bin Offizier Segen. Ich möchte, dass ihr meinen Sohn diesen Brief überbringt. Na klar, wo ist der? Naja, die Sache ist die, ich weiß es nicht. Ich habe ihn aus den Augen verloren, nachdem er zur Rebellenarmee gegangen war. Ich würde ihn ja gerne suchen, aber bei der derzeitigen Lage kann ich meinen Posten nicht verlassen. Verstehe, alle sind wohl ziemlich beschäftigt. Okay, wir überbringen deinen Brief und vergewissern uns, dass es ihm gut geht. Danke, ich zähle auf euch. Du hast den Brief den Offizier erhalten. Mein Sohn heißt Hathor. Er müsste es verstehen, wenn ihr ihm sagt, dass der Brief von Segen ist. Ihr müsst euch die Leute nur anschauen. Dann wisst ihr, wer in der Rebellenarmee ist. Einer von ihnen dürfte wissen, wo sich mein Sohn aufhält. Ah, ja, ja. Das müsste ja hier irgendwo in der Nähe sein. Was machen die da eigentlich? What the fuck? Ach so, die prügeln hier auf diese Dinger. Na komm, schlag mich auch mal. Das funktioniert noch nicht. Ja. Was ist denn die Frage, wo waren das hier nochmal? War doch irgendwo da so ein Rebellenstützpunkt auf jeden Fall. Hier war es glaube ich nicht, da geht es ja schon raus. Muss irgendwo da hinten gewesen sein.
hier auf jeden Fall schon mal nicht. So. Ach ja, da kommt man ja ins Ding rein. Ne? Ah, da hinten vielleicht. Ich glaube sogar, dass es da ist, weil da ist ja auch ein Lager und ich glaube, da waren die doch auch immer. Da haben die gechillt. Ich bin am Verhungern. Ich kann mich erst wieder bewegen, wenn mich jemand reichlich Äpfel spendiert. Ziemlich anspruchsvoll für jemanden, der verhungert. What the fuck? 5 sind einfach zu viel. Tun es nicht auch weniger? Bitte schenkt mir 5 Äpfel. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob man diese Vita gleich auch kaufen kann, eigentlich. Muss ich eigentlich mal schauen. Die brauchen ja echt viele, ne? Lager der Rebellenarmee, ja. Ja. Da konnte ich, glaube ich, sonst auch nicht eh in die rein. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Deswegen sind hier auch noch ein paar Items. Ah, das kann Zauber zerstören. Ikuzo. Ja. Ja, hier ist eine Stelle, wo Nami wieder Geld hat. Na, wo? Die Frage. Hier ist nur schon eine Schatzkiste. Ja. Bananenkrokodilpastete, lol. Davon habe ich jetzt auch mehr als genug. Ach, da. Hier ist wieder so eine Kiste, die Zauber zerstören kann. Ich so. Energieapfel. Ah, da wird das wohl sein, hier. Der hier. Hathor, ich weiß nicht, wer das ist. Hier laufen viele ehemalige Rebellen rum. Der Krieg ist ja jetzt vorbei und wir leben in Frieden. Wenn ihr diese Leiter hochklettert, müsstet ihr einen großen, alten Veteran sehen. Warum fragt ihr nicht mal bei ihm nach? Arthur. Oh, der Typ, der später dazugekommen ist. Ich glaube, sein Partner ruht sich unter der Überdachung aus. Warum fragt ihr nicht mal bei ihm nach? Ach, Digga. Wo ist der Wichser? Ich will endlich die Belohnung haben. Bana versorgt uns, falls nötig, mit Essen und Wasser, also keine Sorge, das geht uns nicht. Das geht uns nicht aus. Es ist seltsam, von der königlichen Armee beschützt zu werden. Vor kurzem waren das noch unsere Feinde. Ja, unser Kampf ist wirklich vorbei.
eigentlich nur die Kiste. Ja, Mann. Ich will auch nur die Kiste, Mann. Nee, doch. Ah, wieder so ein Würfel. Wie ich hörte, gehst du wieder zurück in deine Heimatstadt. Ja, mein Vater wird alt, also dachte ich mir, dass ich das Familiengeschäft übernehmen. Ich hab dir schon viel zu viel Mühe gemacht. Aha, das geht für uns beide. Dann leb wohl und mach dir ein schönes Leben. Ja, wurde auch angezeigt. Müsste ich eigentlich auch mal in rauen Mengen herstellen. Kaufen, wenn das möglich wäre oder so. Direkt nach dem Ende des Bürgerkriegs hat der König Versorgungsgüter hergeschickt. Lasst diesen Krieg hinter euch und lebt. Ah, König Kupra ist einfach unschlagbar. Ach hier. Als wir Feinde waren, hatte ich vor ihnen Angst. Aber wenn man mit ihnen redet, merkt man, dass das wirklich nette Leute sind. Deswegen haben wir überhaupt gekämpft. Ich bin so froh, dass der Bürgerkrieg vorbei ist. Arthur, oh, der ist mein Partner. Aber er ist momentan nicht hier. Weißt du, wo er stecken könnte? Er hat gesagt, er wolle das Versteck der Borgfirma durchsuchen. Danke, du bist eine riesige Hilfe. Okay, dann schnell dorthin. Schlachtfeld. Okay. Ich habe daran gedacht, Leute für die königliche Armee zu finden. Was hältst du davon? So ein Zufall, daran hatte ich auch gerade gedacht. Das sind Leute mit Charakter, die nicht nur widerwillig zu den Waffen gegriffen haben. Es wäre sehr beruhigend, sie als Verbündete zu haben. Vor wenigen Tagen waren wir noch Feinde, also ging ich davon aus, dass es jede Menge Ärger gibt. Aber wie es aussieht, gab es keinen Grund zur Sorge. Sie haben ihre Waffen übergeben, was mich sehr erleichtert. Boah, die ganzen Waffen hier stammen aus der Garnison. Ja, die Rockfirma hat direkt darunter ein Versteck. Wahrscheinlich haben sie die Waffen aus der Garnison gestohlen und hergeschickt. Unfassbar, ich bin wirklich froh, dass sie uns unser Land nicht weggenommen haben. Hallo, wie geht's es deiner Wunde? Ich höre, wie er tief und fest schläft. Das bedeutet, die Genesung läuft gut. Wir wollten sie umbringen, aber jetzt geben sie uns einfach so Essen. Ich bin ziemlich beeindruckt von König Kopras Großzügigkeit. Hier hat Chansi was zu essen gefunden. Da. Kung-Fu hoffentlich. Wie ich hörte, gab es bei den Kämpfen Verletzte, also bin ich hergekommen, um zu helfen. Kicher, diese beiden sehen ganz zufrieden aus. Hast du schon gegessen? Wenn du möchtest, kann ich dir was bringen. Nein, das kann ich auch selbst machen. Autsch. Wir sind verletzt, du Dummkopf. Übertreib es nicht. Könntest du auch was für zwei bringen? Aber sicher, bin gleich wieder da. Teufelszunge. Wir sind in Avana eingefallen, weil wir gehört hatten, dass die königliche Armee einen Überraschungsangriff auf Corsa Nanohana gestartet hatte, aber in Wirklichkeit war er beim Kampf gegen die Barockfirma verwundet worden. Wir hatten uns von ihren Fehlinformationen täuschen lassen.
Corsa erholt sich zurzeit im Palast. Er traf sich mit der königlichen Armee, als wir diesen Ort hier übergeben haben, obwohl er schwer verwundet war. Er ist wirklich ein großer Mann. Corsa hat mich persönlich gebeten, auf sie alle aufzupassen, bis feststeht, wohin sie wollen sollen. Ah, ich gehe wahrscheinlich als Letzter. Oh, schon wieder. Sandora Echsenfleisch, nice. Hast du uns nicht einige deiner Freunde? Wurden doch getötet, oder? So ein Quatsch. König Kopa hat beschlossen, dass ihr unschuldig wart. Wir beide hatten Freunde, die getötet wurden. Mach dir keine Gedanken, hör auf mit den Unsinn und trag das Wasser. In Ordnung, Kicher, danke. Wie ich hörte, haben die Schatzzimmermänner das hier gebaut. Haben sie gut hingekriegt. Finde ich auch. Wenn wir sie nicht einreißen können, könnten wir die Festung noch nutzen. Die Rebellenarmee hat ihre gesamten Waffen an die königliche Armee gegeben. Corsa hat es befohlen. Also lief alles reibungslos. Es ist seltsam, von der königlichen Armee beschützt zu werden. Vor kurzem, ach ja, schon gelesen. Hatten wir schon. Da oben schon. Hey, bleib wachsam. Ja, ich weiß. Obwohl das hier das einzige Lager der Rebellenarmee ist, müssen wir die Leute hier beschützen. Das sind wichtige Bürger. Da war ich jetzt eigentlich überall schon. Also wie werde ich wohl leben? Tja, darüber mache ich mir noch keine Gedanken. Eines weiß ich aber, ich werde etwas für dieses Land tun. Wir wollten sie umbringen, aber jetzt geben sie einfach so Essen. Ach ja, das habe ich schon gelesen. Hatten wir schon. Bana versorgt uns, falls nötig, mit Essen, Wasser. Ja, haben wir schon. Den hatte ich auch schon geredet. Uah. War ich da oben schon? Ja, da war der.
Hathor hat gesagt, er wollte das Versteck der Firma durchsuchen. Ach so, also muss er da wohl drin sein. Wo war das ja? Ah, da hinten glaube ich. Nee, das ist ein Lager. Das kann Zorro zerschneiden, oder? Ah nee, da kann, da ist es. Ich hab's gefunden. Ja, da unten ist der. Das müsste jetzt aber endlich mal sein. Du bist also Hathor. Hier, wir haben einen Brief von Segen für dich. Hast du einen Brief von meinem alten Herrn? Tut mir leid, aber den kann ich nicht annehmen. Was? Wieso denn nicht? Wir haben ganz schön viel auf uns genommen, um ihn dir zu bringen. Ich habe den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen, bevor ich zur Rebellenarmee gegangen bin. Also ist mein alter Herr für mich nur noch ein Fremder. Wirklich, warum nennst du ihn dann immer noch deinen alten Herrn? Was? Mir egal, ob du den Kontakt zu ihm abgebrochen hast. Ihr seid immer noch Vater und Sohn. Komm schon, jetzt nimm den Brief. Sei nicht so dumm, du hast schließlich noch eine Familie, die dir Briefe schreibt. Verdammt, na schön. Mal sehen, was ich sollte ihm zumindest sagen, dass es mir gut geht. Diese blöde alte Mann. Da ich habe eine Antwort geschrieben, wie er es wollte, bringt sie meinem alten Herrn, ja? Du hast den Brief des Sohnes erhalten. Moment mal, hast du schon mal von diesem Zauberwort gehört? Es heißt bitte. Ihr seid doch da. Ihr seid noch da. Bringt meinen alten Herrn endlich den Brief. Nö. Nein. Machen wir natürlich auch. So, wo waren das jetzt nochmal? Wird das überhaupt angezeigt? Ah, der war doch hier irgendwo eigentlich.
So. Jetzt bin ich wieder hier. So, der war doch hier irgendwo. Ach, da hinten, ja, ich sehe ihn schon. Da ist ein Brief von deinem Sohn. Was? Ihr habt eine Antwort von Hatto? Ja, hier. Mal sehen, ich soll mir keine Sorgen machen, weil es ihm gut geht, dieses dumme Kind. Dann hätte er mir schreiben sollen. Wisst ihr was? Mittlerweile ist er nichts weiter als ein Fremder für mich. Wenn er nächstes Mal nach Hause kommt, wird ihm das noch leid tun. Mann, die Leute sollten ihre Gefühle offener zeigen. Ich weiß, dass dieser Typ sich innerlich freut. Ja, da kann man wohl nichts machen. Wie heißt es so schön? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Tut mir leid, ihr habt euch wirklich ins Zeug gelegt. Hier ist etwas von mir und etwas von meinem Sohn. Das hat er in dem Brief mitgeschickt. Nehmt es bitte an. Bleibt euch nah. Familienbände sollte man nie trennen. Naja, solange er zufrieden ist, bin ich es auch. Sie abgeschlossen, na endlich. Es ist wenigstens die erste Nebenmission, die komplett reibungslos verlaufen ist. Wow. Bevor das Hatto gut geht. Aber verrate ihm das nicht. Vielleicht könnte ich ihm ab und mal einen Brief schicken. Oh, ach nein, schon gut. Lass es einfach. Oh mein Gott. Ist wie gesagt die erste Nebenmission, die endlich mal komplett geklappt hat. Nice. So. Dann haben wir jetzt noch. Hier sind wir jetzt ja fertig. Hatten wir. Große Sandy-Wüste, Wüstenhöhle. Ja, ich glaube, das war sogar da, wo dieser Typ da war, mit der das wollte, die Äpfel da. Weil der wollte ja eh weniger. Der wollte ja irgendwie so 3 oder 4, glaube ich. Goldring Casino, Wüste, na, Havana. Havana. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Aber ich glaube, wir haben hier nur eine. Ne, 2, aber das ist der Eingang. Ja, da können wir hin. Das ist schon mal in der Nähe. Und da ist ja dann auch der Steckbrief auch noch. Auf dieser Karte. Ja. Okay, kurz abspeichern.